Servus zusammen, es ist Dienstagabend. Nikolausi, 18.56 Uhr, Elfmeterschießen, Spanien-Marokko ist vorbei. Hier geht es ums Gold. Und ich hatte gesagt, ich packe immer mal ein paar Aktien rein. Es wurden gestern und heute Empfehlungen ausgesprochen für Deutsche Bank und für Bayer. Die kommen dann nach der Goldanalyse. Aber jetzt machen wir erstmal Gold, darum geht es im Wesentlichen. Dafür gibt es auch dann die Scheine. Ich habe jetzt hier mal alles Mögliche aus dem Chart rausgenommen, den Downtrend von hier und den Uptrend von 2001 und habe mich jetzt mal nur konzentriert, was wir hier momentan haben. Das Gold ist schön gelaufen nach dem Dreifachboden hier unten, über diesen Widerstandsbereich hier bei 1730 hoch, nochmal aufgesetzt und spielte jetzt hier mit der 200-Tage-Linie drei Tage lang. Dadurch ist ein Doppeltop entstanden. Hier, wo ist mein Fadenkreuz? Hier im Bereich 1807. Einmal, zweimal. Die Technik wird ein bisschen weicher, hier auch. Und auch über den Oszillator. Ich gehe davon aus, wir stehen kurz vor der 20-Tage-Linie, dass wir die nächsten 3, 4, 5 Handelstage durchaus sogar nochmal diesen Bereich von 1730 sehen können. Nichtsdestotrotz, so werde ich auch die Überschrift machen, das Gold bleibt stabil. Mir gefällt es nach wie vor recht gut, auch über den langen Zeiteinheiten. Das hier wollte ich nochmal zeigen. Aufwärtstrend, Bänder gehen auf, nach oben, nach unten, das untere dreht. Zack, Korrektur. Die kann dann seitwärts sein oder korrektiv. In diesem Fall war es korrektiv. Und das ist halt das Schöne, es ist genau wieder auf dieses Ausbruchsniveau, was wir hier genommen haben, runtergekommen. Das wäre jetzt also ideal, wenn es von hier nochmal runterkommen würde auf die 1729. Da steigt auch das Band hin in den nächsten drei Tagen. Das wäre schön. Aber hier drüber, über der 1800, mal vorsichtshalber 10, hat das Gold weiter Platz. Erstmal so im Bereich 1900, hier, da, für die nächste 100er Stelle. Ich habe folgende Scheine rausgesucht. Und zwar einen, der ist insgesamt ein bisschen weiter weg, 1658, das sind wir hier unten. Im Moment ein 14er Hebel, das ist die GX5 M1Z. Wie gesagt, mein Wunsch, also meine Idee ist eigentlich, dass es nochmal hier runterkommt. Dann fange ich den an. Aber wenn es das Gold noch nicht hier runter schafft und geht vielleicht vorher hier drüber, dann nehme ich den hier, das sind 1699er. Im Moment mit einem 22er Hebel, das ist die GX5 MQD. Wenn wir es vorher schaffen. Ich schaue mir den aber auch sehr genau an hier unten, denn der liegt ja hier ein bisschen drunter im Moment noch. Steigt er jeden Tag, wie sich das Gold hier verhält. Vielleicht, der müsste dann haben einen Hebel, also wenn das Gold bei 1730 ist, von 55, 58. Vielleicht nehme ich mir davon ein paar zum Spielen rein. Muss man mal gucken. Aber das sind die beiden Scheine. Ich nenne gar keinen Put. Also ich finde nach wie vor, das Gold sieht ganz okay aus. So, dann gehen wir jetzt mal zu Deutsche Bank. Die Deutsche Bank wurde empfohlen von Odo mit dem Ziel genommen, hochgenommen von 12 auf 13. JP Morgan hat das Ziel hochgenommen von 13 auf 15. Der Konsens, so wie ich das verstanden habe, ist bei 12,69. Also der institutionelle Support über die Analysten ist positiv, was dem Wert grundsätzlich helfen sollte. Aber das ist bei allen anderen Bankaktien wahrscheinlich ähnlich, mit Ausnahme von der CSFB. Wir sind ordentlich gelaufen. Wir haben so ein kleines Peak gemacht bei 10,62. Und wir korrigieren jetzt ein bisschen. Wir handeln um die 20-Tage-Linie herum. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sogar noch mal ein bisschen runtergehen Richtung 200-Tage-Linie, also 9,43, maximal bis zu 9,32. Ich mag die Deutsche Bank. Ich mag aber auch die Commerzbank. Ich finde die alle okay. Wir haben jetzt hier so ein kleines Doppeltop. Einmal, zweimal. Ich glaube nicht, dass sie viel fallen. Das wäre jetzt schon der Extrembereich. Und ich habe hier auch schon ein relativ frisches Kaufsignal über die Stochastik. MACD baut sich leichter ab. Also ich würde Rücksetzer, vor allen Dingen unter 10, eher nutzen zum Positionsaufbau. Und jetzt haben wir noch die Bayer. Ich werde es übrigens so machen, dass ich auf das Thumbnail immer drunter schreibe und Aktien von Deutsche Bank oder Bayer oder was auch immer da kommt. Ich versuche mich zu orientieren an den neuesten, sagen wir mal, Analysen. Und jetzt seht es mir aber nach, wenn ich dann nicht jeden vierte, fünfte Reihe Wert nehme. Das sind die Bayer.
Sieht ein bisschen wüst aus, der Chart, ich weiß. Das hier ist der ganz lange Trendkanal. Na komm, ich zeige ihn nochmal. Das ist der ganz lange Trendkanal. Hier, uiuiui, ist ja lang. Von 2017. Ich habe ihn trotzdem noch drin. Ich finde, der liegt da ganz gut. Und jetzt habe ich verschiedene Sachen gemacht. Zum einen, hier in blau sind es die Fibos von hier, von der 46,66 bis zum High. Und dann in schwarz, mit den Zahlen am rechten Rand, sind die Fibos von der letzten Aufwärtsbewegung. Auffallend war es für mich, bezogen auf die schwarzen Fibos, wir sind jetzt hier erstmal auf das 50er gefallen, bei 52,92. Das 61er ist bei 52 glatt. Aber diese 52,92 treffen sich auch ziemlich gut mit dem 38er Retracement von der langen Bewegung. Also dieser Bereich hier zwischen 52,5 und 53, den finde ich schon ganz gut, ohne dass bisher die Technik dreht. Das kann noch ein, zwei Tage dauern. Bei Bayer war es Bernberg, die haben das bei 70 gelassen. Und da kam neulich die Bank of America und hat es von, was war denn das, von 78 runtergenommen auf 58. Das hier ist, manchmal finde ich das, ist von der Firma Aktiencheck zusammengestellt, das, was die Analysten machen. Muss man ein bisschen aufpassen, weil manche, wie zum Beispiel hier Bader, ist von 2020, ich weiß nicht, warum es da kein neues gibt. Das ist ein neueres hier, UBS sagt 103. Und das hier vom 9.11. ist die Sokshen, die sagt 54. Aber das Gros liegt bei 79. Könnt ihr mal schauen, müsst ihr mal den Film anhalten. Aber wie gesagt, schaut doch bitte hier auf das Datum, weil das hier von der Citigroup ist jetzt auch schon, naja, ziemlich alt. Aber es gibt neuere, 21.11. und so weiter. Hier Goldman Sachs 82. Also letztendlich hier der institutionelle Support für Bayer ist auch in Ordnung. Auch hier mal abwarten, vielleicht gehen sie nochmal runter auf den Bereich 51,5, 52. Aber das ist kein Short mehr. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.